Selbstvertrauen ist natürlich das A und O. Ich habe das Gefühl, dass ich mir viel davon erarbeitet habe, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich in mein, dass sozusagen die Vorbereitung auf alles das, was ich mache. Du hast eben auch Verletzungen angesprochen. Du hattest ja da auch dein Päckchen zu tragen. Hast dann irgendwann mal für dich festgestellt, dass es vielleicht von der Seele kommt, wenn eine Verletzung immer wieder passiert. Ich nenne das so, dass meine Seele dem Körper sagt, sag du es ihm. Ja, weil meistens hört man auf das, was dann wirklich da passiert, ne, was man wirklich sieht, ne, was man wirklich vor Genau. Augen sieht. Oh, ja, jetzt habe ich ja jetzt meinen Meniskus gerissen. Ah, oh, das ist eine, oh, jetzt brauche ich wirklich eine Pause. Ne, anstatt vorher schon reinzuhorchen, zu wissen, da passiert irgendwas in mir. Das ist wirklich der nächste Schritt, wieder mehr zu fühlen, da wieder hinzukommen. Ja, ich hatte lange Saisons mit Bremen, Nationalmannschaft. Und dann hatte ich 3 Wochen Pause und dann bin ich nach 3 Wochen auf den Platz gelaufen und dann hat es klack, klack im Knie gemacht, ohne großartige Fremdeinwirkung. Und da war der Meniskus gerissen und es ist doch ganz klar, ich war noch nicht bereit. Ich war Ja. noch nicht, mein Körper, Geist war noch nicht bereit. Und dass die so eng beieinander sind, verbunden sind, ist doch ganz klar. Wir hören zu selten auf diese Alarmsignale, uns wirklich reinzufühlen in diese Themen, sondern hören dann immer nur, wenn der Arzt uns sagt, ja, jetzt brauchst du eine Operation. Oh, jetzt darf ich mich ausruhen sozusagen. Ne? Ich habe immer wieder die Reha-Zeit genutzt, um mich mental wieder komplett neu aufzustellen. Bin dann meistens in der Reha gefahren im Bayerischen Wald und habe dann wirklich ja, versucht, mich da wirklich wieder zu erholen. Körperlich als auch seelisch mich wieder auf ein neues Niveau zu stellen. Aber dann ist es sozusagen erlaubt, ne? Dann ist es sozusagen gerechtfertigt, dass man diese Pause hat. Aber ich hätte mir gewünscht, dass ich damals schon ein bisschen ja, weitsichtiger auch bin. Obwohl es ist, natürlich ist das Fußballgeschäft ist, da ist die Saison vorbei, da ist der Turnier vorbei, dann geht es wieder neue Ziele. Ja, neue. Da muss man. Selbst wie ich schon angedeutet habe, nach der Weltmeisterschaft, da gab es nicht mal 3, 4 Tage Zeit für uns, gemeinsam irgendwas aufzuarbeiten oder vielleicht nochmal zu feiern. Das ging von der Fanmeile direkt in Urlaub, weil man wusste, die anderen trainieren schon wieder. Ne? Da war man wirklich in so einer Spirale drin. Das sind diese Opfer, die man dann bringt, einfach aufgrund der Sportart. Ich hatte 15 tolle Profijahre, aber ich weiß, wie ich schon angedeutet habe, was es mir gegeben hat, warum ich jetzt hier bin, aber was es mir natürlich auch genommen hat. Und diese Momente, die hat man natürlich immer mal wieder in der Karriere. Dazu kommen natürlich Einschnitte, wie wenn gute Freunde sich zum Beispiel wie Robert Enke sich auf einmal das Leben nimmt und du weißt nicht mehr, wo du stehst, weil du dachtest, du bist ein guter Freund. Also es gibt Momente, wo du natürlich sagst, okay, das ist jetzt alles zu viel, das wird mir auch zu viel. Trotzdem tendiert man als Mensch auch dazu, dann, wir müssen jetzt darüber gehen, wir sprechen jetzt darüber, wir müssen darüber gehen, wir müssen wieder neu, wir haben wieder neue Ziele. Das ist natürlich auch dann, was immer ein bisschen problematisch ist, wirklich im Fußballgeschäft. Trotzdem sind es einfach Dinge, ich muss einfach probieren, wirklich die nächste Generation bestmöglichst aufs Leben vorzubereiten. Mit dem Fußballsport, mit Respekt, mit Fairplay, mit Disziplin, mit Team, mit zusammen. Das sind einfach die Dinge, die ich versuche hier bei der Akademie, in meiner Stiftung, als auch in meiner Familie wirklich voranzutreiben. Junge, Junge, also wenn ich irgendwo wollte, dass meine Kinder Fußball lernen, müsst ihr aber auch das Talent haben. Dazu gehört ja bei dir auch zu dem ganzen Komplex, dass du eine Stiftung hast. Vielleicht sagst du uns ein Ja. paar Worte, warum die Stiftung, was macht die Stiftung, warum ist dir das so wichtig? Ja, die Stiftung, Per Mertesacker Stiftung ist mir sehr, sehr wichtig, ist mir nicht nur ans Herz gewachsen, als auch habe es relativ früh in meiner Karriere gegründet. Natürlich wird man so ein bisschen am Anfang dazu geleitet, dazu auch gesagt, ja, du hast eine Verantwortung als Fußballer, du hast Power, du hast Kraft, du hast Energie, wirklich Leute zusammenzuführen, als auch Geld einzusammeln. Und 2006, das ist jetzt auch schon wieder ja, 15 Jahre her, wo diese Stiftung gegründet wurde und versucht, in der Region Hannover wirklich Integration weiter voranzutreiben. Wir versuchen wirklich langfristig Kinder, Jugendliche mitzunehmen vom Grundschulalter, die Migranten, die reingekommen sind, die wirklich Probleme haben, teilweise sich zu integrieren. Wir haben gesagt, wir gehen in Schulen rein,
wollen mit Schulen zusammenzuarbeiten, wollen 10 bis 15 Kinder von der Grundschule bis zur Berufsausbildung begleiten und wollen sehen, was wir für einen Effekt erzielen können mit zweimal die Woche Hausaufgabenhilfe, mit gesundes Mittagessen und Fußballtraining. Wir wollen sehen, wie sehr wir da wirklich den Unterschied machen können. Und wirklich, Pilotprojekte sind jetzt schon über 10 Jahre. Den Unterschied, den man ausmacht, indem man in einer Mannschaft zusammen kommuniziert, hilft, sich gegenseitig auch unterstützt, ist unfassbar stark. Also ich war bei der ersten Trainingseinheit dabei mit unserer ersten Gruppe damals, wo da war Totenstille. Wir haben klar Fußball gespielt, aber Totenstille. Da wusste man noch nicht genau, wie kommunizieren, was kommunizieren, welche Sprache. Wirklich, Integration war damals für uns schon ein brandheißes Thema. Und jetzt natürlich hat sich das noch extremer entwickelt in einer Richtung, wo wir wirklich mehr machen müssen, wollen für die Gesellschaft. Mittlerweile haben wir 100 Kinder in unseren Projekten in der Region Hannover und fühlen uns da verpflichtet, ich mich auch verpflichtet, da weiterhin sehr, sehr viel Gas zu geben. Wir wollten unsere eigenen Pädagogen haben in der Stiftung, das Geld wirklich wissen, dass es wirklich dahin geht, wirklich in die Projekte, die wir selbst bestimmen, die wir selbst aufziehen, die wir selbst irgendwie auch dann begleiten über 10 Jahre. Also wir haben Jungsgruppen, haben wir mittlerweile Mädchengruppen. Das ist wirklich phänomenal. Auch die Schulen geben einem unglaublich positives Feedback, weil im Endeffekt integrieren wir natürlich mit Sprache das dann wieder, Vorbereitung, Selbstvertrauen gesteigert, dass die Jungs und Mädchen dann auch mehr mitmachen im Unterricht, mehr mitmachen in der Gesellschaft und einfach bessere Chancen haben, dann einen Beruf zu erlangen. Und das ist wirklich, was uns extrem stolz macht, hier in Hannover den Unterschied zu machen. Und ich bin da, wie ich schon gesagt habe, mächtig, mächtig stolz drauf. Und wir wollen weitermachen. Wir wollen weiter Integration vorantreiben und unseren Teil dazu beitragen. Wenn jemand mitmachen möchte, blenden wir einfach an der Stelle mal die Website ein. Mein Appell dazu, ich finde, das klingt unfassbar gut. Wer helfen möchte, tut das bitte. Wir haben eine ganz gute Reichweite. Ich denke, ein paar hunderttausend Menschen werden das sehen, dieses Interview. Und dann freue ich mich auch wirklich, wenn ihr mithelft. Sowohl, Per, wenn ich dich richtig verstehe, sowohl dann auch, wenn Pädagoge unter Umständen in der Nähe da ist, aber auch finanziell, richtig? Genau, finanziell. Und wir haben auch verschiedene Modelle, wo man auch Paten sein kann für eines unserer Kinder, wo man sozusagen da wirklich überall Möglichkeiten hat, dabei zu sein und zu unterstützen. Deswegen würde ich das natürlich sehr, sehr begrüßen, wenn ihr das unterstützen könntet. Ja. Und das, wenn der eine oder andere dann natürlich spendet, das macht einen unglaublichen Unterschied für die Integration und besonders für die Kids, die dann im Endeffekt davon profitieren. Und wir haben durch unsere Projekte einfach gemerkt, wie sehr wir den Unterschied ausmachen können. Ne, mit ein bisschen Zuneigung, wie sehr wir auch den Eltern helfen können von diesen Kindern, die mit Migrationshintergrund sind, die natürlich nach Deutschland kommen und nicht genau wissen, wie es läuft. Und teilweise ziehen sich dann alle zurück, Familie, Kinder, immer noch viel, viel mehr. Und so gehen wir einfach, versuchen wir einfach offen damit umzugehen und versuchen den Schulen auch zu helfen, sozusagen, wirklich uns auch Kinder zu empfehlen. Also wir sind da wirklich in Schulen gegangen, wo dann 70%, 80%, 90% Migrationshintergrund. Ne? Wir haben uns ja nicht gesagt, okay, wir gehen jetzt mal in irgendwelche normalen Schulen rein, sondern wirklich mit hohem Migrationshintergrund und haben dort wirklich unglaublich tolle Ergebnisse schon erzielt. Super. Also mich bewegt es immer, wenn jemand, der ganz nach oben gekommen ist, dann nicht die Leiter hinter sich hochzieht und sagt, Elchebetsch, sondern dafür sorgt, dass möglichst viele dann auch noch auf diese Leiter gehen können. Jetzt freue ich mich einfach mal, diesen Song einzuspielen, den die Arsenal-Fans für dich singen. Ja. Bevor wir ihn einspielen, ist es eine absolute Ehre, dass das jemand macht. Und der Text ist ja, da muss man erstmal mit klarkommen, dass du das erste Mal gehört hast, warst du auch ein bisschen überrascht. Aber spielen wir ihn erstmal ein und dann freue ich mich, wenn du was dazu sagst. Okay. Was sagst du dazu?
Ja, am Anfang dachte ich, es ist vorbei. Die mögen mich hier nie. Das wird nichts. Bis mir dann doch einer so mal im Nebensatz gesagt hat, das ist sowas wie eine Liebeserklärung. Ne, wenn wirklich die Engländer, die englischen Fans wirklich hier so auf dich einstimmen. Und es hat sich echt schön entwickelt. Also so wirklich, ne, wenn man sich natürlich hier ankommt und versucht, sich so seinen Respekt zu verschaffen, ne, mit seinem Fußball. Das ist natürlich das A und O, das muss passen. Als auch neben dem Platz sozusagen sich so was Kleines aufbauen kann, wo die Leute das wertschätzen. Das hat mich unglaublich stolz gemacht über die Jahre. Und ja, verdammt groß, deutsch, passt alles. Ne? Ja. Passt alles. Deswegen bin ich natürlich unglaublich stolz, ein Teil von Arsenal zu sein und dass die Leute, die hier, die Fans, auch mich als Teil sehen. Die haben ja, wenn ich meine Freunde gefragt habe in England, die haben gesagt, also der Lange da hinten drin, da brennt nichts an. Das ist einfach mit deutscher Gründlichkeit, was sie da alles geschwätzt haben, unfassbar. Aber es ist, glaube ich, nochmal eine andere Dimension, nur in Anführungszeichen gut zu spielen, als auch nochmal die Liebe der Fans zu gewinnen, oder? Ja, das ist nochmal was anderes. Du hast, in England ist es so, am Trainingsgelände kommt halt großartig keiner rein. Ne, vorher war es in Bremen so, dass teilweise auch 1, 2, 3.000 in der Ferienzeit auch mal beim Training zuschauen konnten, Autogramme. Ne, da kann man natürlich sozusagen auch eine Verbindung zu den Fans ein bisschen besser aufbauen. In England gibt es halt das nicht. Da hast du halt nur die Chance, in 90 Minuten von dir sozusagen zu überzeugen. Na klar, kannst du Interviews geben, aber es muss ja immer auch passen auf dem Platz. Ne? Du kannst ja nicht irgendwie schwätzen von irgendwas, wenn jedes Mal eine ganz schwache Leistung bringst. Ne? Du brauchst schon so Momente, wo die Fans dich wirklich lieben lernen. Natürlich auf dem Platz mit deinem Einsatz, mit deinem Engagement, mit allem, was du gibst für den Verein. Werden die dann im Endeffekt sagen, ja, der hat das verdient, der kriegt einen Song oder der kriegt keinen Song, weil du musst dir das alles erarbeiten auf dem Platz. Und wenn du Wille hast, wenn du Leidenschaft hast, wenn du dieses Mindset hast, wirklich alles für den Verein zu geben, dann werden die Menschen dich lieben. So einfach ist es. Es klingt einfach, aber es ist nicht so einfach, das wirklich zu erreichen. Jetzt hast du im Fußball alles erreicht, Weltmeister, mehr geht nicht. Ich glaube, das Nummer-1-Kriterium für jeden großen Erfolg ist Selbstbewusstsein. Mhm. Und eben als du über die Stiftung gesprochen hast, hast du auch gesagt, ja, wir wollen unseren Kids, ich habe es mir eben aufgeschrieben, Selbstvertrauen vermitteln. Mhm. Was bedeutet Selbstbewusstsein für dich? Wow, also was mir da ganz wichtig ist, ist natürlich zu sagen, dass Selbstvertrauen ist natürlich das A und O. Ich habe das Gefühl, dass ich mir viel davon erarbeitet habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Dass ich in mein, dass sozusagen die Vorbereitung auf alles das, was ich mache, tagtäglich, diese Vorbereitung erzeugt einfach unglaubliches Selbstbewusstsein für mich, ne? Ja. Wirklich Top-Leistung zu bringen. Mhm. Natürlich muss ich sagen, ich hatte tolle Unterstützung meiner Eltern. Ich hatte tolle Voraussetzungen. Ich war im Schwimmverein, im Fußballverein, im Tennisverein, im Tischtennisverein. Ich habe Dinge erleben dürfen. Ich hab mich auf so breite Beine gestellt, dass ich hatte schon ein Fundament an Selbstvertrauen, dass ich Dinge kann, dass ich sportbegeistert bin, dass ich eine Zugehörigkeit habe zu Hannover 96, großer Fan bin, da gespielt habe. Das hat mir so viel gegeben. Ich habe mir so viele Dinge gesucht, die mir einfach so viel Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen gegeben haben. Selbst wo man an mir gezweifelt hat, habe ich an Dingen festgehalten, die mir viel gegeben haben. Meine Freunde, meine Schule, meine Mom, alle, die sozusagen immer wirklich an mich geglaubt haben, mir Dinge ja zurechtgelegt haben. Bis hin dazu, dass ich mir natürlich auch als Jugendleiter hier mein Selbstvertrauen aufbauen musste. Ja, auf jedes Meeting mich hundertprozentig vorzubereiten, auf jedes Meeting mir mit Dingen zu beschäftigen, die vielleicht kommen können, was könnte jetzt noch passieren. Das sind einfach Dinge, die bauen dein Selbstvertrauen auf. In meiner Fußballerkarriere Physio zu haben, extra Ernährung, extra Osteopath, extra Neuroathletiktrainer, diese Dinge, die bauen Selbstvertrauen auf. Ja, immer wieder auch spielfähig zu sein, weniger verletzt zu sein dadurch, diese Dinge bauen dein Selbstvertrauen auf. Aber hast du ein gewisses Fundament an Dingen, wo du immer wieder dich verbesserst, immer wieder Selbstvertrauen aufbaust,
dich mit Leuten begibst, die positiv sind, die an dich glauben, das schürt einfach dein Selbstvertrauen-Kanal auf ein Level, wo du einfach dann auf dieser Welle auch reitest. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ohne es richtig zu wissen, ich bin ein ganz guter Surfer, ohne es wirklich zu wissen. Also ich habe jetzt drei Dinge mir davon gemerkt, die ich unfassbar wichtig finde. Ich habe jetzt lange über Selbstbewusstsein nachgedacht, weil ich darüber gerade ein Buch geschrieben habe. Also erstens die Vorbereitung, dass ich mich vorbereite. Also erstmal hast du gesagt, es ist nicht so, dass es jemand hat. Du hast es dir erarbeitet, aber du hast auch gewusst, wie du es dir erarbeitest. Einmal, indem die Vorbereitung stimmte. Zweitens, dass du dein Fundament immer besser verbesserst, immer weiter verbessert hast. Und die richtigen Leute drittens um dich herum. Macht ihr das in der Stiftung auch? Gibt es da ein System dafür? Ja, es ist, ich glaube, ganz wichtig ist, sind natürlich die handelnden Personen auch immer wieder. Ne? Pädagogen, die natürlich reingehen und ein gewisses Fundament geben für die Jungen und Mädchen, die vielleicht nicht haben, nicht so viel Deutsch sprechen. Ne? Auch die Konstanz, zweimal die Woche, feste Zeiten, Mittagessen, ja. Hausaufgabenhilfe, Vertrauen aufbauen. Mhm. Das ist einfach unglaublich wichtig. Konstanz, Vertrauen in Leuten, wo man auch merkt, da kommt was rüber. Erfolge, das sind einfach Bausteine, das sind Satelliten, die kommen dann alle zusammen für eine einzelne Person, da wirklich zu sagen, ja, ich habe mein Deutsch verbessert, ja, ich bekomme gesundes Essen, ich fühle mich besser, ich habe eine Gemeinschaft hier, ich kann auf die Leute zählen, Konstanz, das sind einfach fundamentale Dinge, dass dann auf einmal, ja, man ein ganz anderes Selbstbewusstsein hat, auch in eine Klasse zu gehen, vor einer Klasse zu sprechen, mitzumachen. Ja, Vorbilder sind unglaublich wichtig im Zuge des Selbstvertrauens. Vorbilder ist zu sehen, wie wird es gemacht. Das ist unfassbar wichtig. Vorbilder, 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 sage ich nur. Ja, lieber Peer, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, weil du hast jetzt nochmal so richtig die Leute an die Hand genommen. Und ich habe einfach so das Gefühl, nach der Stunde, die wir jetzt miteinander gesprochen haben in diesem Interview, du hast ja mit jungen Jahren schon so einen Zenit erreicht. Und ich bin ganz froh, dass du so jung bist, weil ich glaube, dass du in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel mehr Gutes tun kannst, weil die Dinge, die du jetzt angesprochen hast, das den Menschen weiterzugeben, ich glaube, das ist das Allergrößte. Denn wenn wir Menschen stärker machen, das ist dann nochmal eine ganz andere Legende, wenn die dann ihr Potenzial abrufen. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Danke für deine offenen Worte. Und ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute, viel Kraft und viel Weisheit. Vielen lieben Dank. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und bei diesen Gesprächen, wenn bei mir schon die Leidenschaft kommt und ich denke schon wieder über die nächsten Schritte, wie kann ich wirklich die nächste Generation positiv beeinflussen, möchte ich dir auch danken, dass du mir sozusagen das ermöglicht hast heute. Sehr, sehr gerne. Bis dann. Bis dann.